Nein. Auf Prinzip nicht. So, Shovel Knight geht, glaube ich, gleich los. Wir verabschieden uns, wünschen euch auch viel Spaß und bis später, Leute. Ciao, ciao. Ich mach Mixone und jo, tschö, tschö. Viel Spaß euch, ich bin in der Regie. Without further ado, we are going to take you now to Shovel Knight Spectre of Torment. Oh yeah. With Muncha Koopas. Spectre Knight, Best Knight. Hello, everybody. Nicht. Alright, Das ist einfach keine Ahnung. A file name and an armor color. If anyone can help me out with that. Actually, Tenmachi, can you get me the, Yeah, just a sec. Thank you. Okay. Oh, Nation Incentives. Nein, wir spielen die Shovel Knight, wir spielen Spectre Knight. God's Reasons. Also es ist zwar Shovel Knight, aber wir spielen nicht Shovel Knight. Ja, weil wir inzwischen bei drei spielbaren Charakteren sind? Ja. Ja. Do we have updates on the, tun irgendwann vier. Das so weitergehen, dass irgendwann alle acht Knights spielbar sind? Nee, ich glaube, in der ursprünglichen Kickstarter-Kampagne waren es nur vier und der, der noch dazu kommt, ist King Knight. Perfect. Alright. Hey, very nice. Huh? Oh, to count down? Or. What? Bubbles do it. Hi, I'm Bubbles Del Fuego. Hello, Bubbles. Hi, Bubbles. This is my first time hosting and I'm super nervous. You can do it. Muncha Koopa, you can do this. I'm gonna count you down from like eight. Eight, sorry. Das, was er da gerade eingegeben hat, war ein Cheatcode, damit er die Farbe seiner Armor ändern kann. Weil das anscheinend so nicht ein Incentive war. Oh, of course. You know. Doesn't matter. You're gonna be purple. Excellent. Alright. And the file name is Greg Rules. Okay, I'll spell you through it. Yeah. So far, so good. No, wait. two G's. I can't fit two G's. Okay. It's nine characters. Yeah. RULZ, and then okay. Nope. I can do Greg Rules. Oh. Can you machen einfach mal einen Countdown von 8. Warum auch? Wir machen jetzt einfach einen Countdown von 90. Alright, are you ready? Ja, Spectre Knight. Man sieht, er bewegt sich ein bisschen anders als Shovel Knight. So, weiß nicht. Shovel Knight leider nicht wirklich in der Lage, Wände einfach hochzulaufen. I'm Muncha Koopas, joining me is not so newbie and Tenmachi. Das ist schon ziemlich cool. Ja, das Ding ist, man kann nicht an allen Wänden hochlaufen. Wie ihr hier seht, es gibt so Wände, die sind so quasi mit Gras bewachsen. Da kann er nicht hoch, aber alle anderen Wände sind ziemlich besteigbar. Ja, was man hier sieht, bei diesen Lampen, hier kann man so durchdashen und dieses Dashen ist ziemlich gewöhnungsbedürftig anfangs, aber es ist eigentlich ziemlich cool. Also gewöhnungsbedürftig wie der Judo Screw Attack von Plague Knight. Ja, Plague Knight war ja auch. Das Schöne an den ganzen Shovel Knight Charakteren ist, dass sie halt nicht halt wirklich alle komplett anders spielen. Also Spectre spielt sich komplett anders wie Plague Knight und Plague spielt sich auch komplett anders wie Shovel Knight. Haben wir schon wieder Devil Horror Commentary? Ja, haben wir schon. Offensichtlich. Looks like we have a special guest. We have Ian from Yacht Club Games. Oh boy. On call. Hey. What's Hi up, everyone. Ian? How's it going? Ian, hello, Ian. Hello, am I coming through? Hello? So das hier für Dinger? Live, my friend. I'm here. I'm mehr Leben. Hello. Hey. Very nice. Hey. Hi. We need more hat, Leben. Hat Will. Okay, I'll just talk a little bit louder, I suppose. Oh, Hi Ian, everyone, it's great to be here. Thank you for joining us this morning. Shovel Knight hat Will. Yeah, nein. Nein, er hier. Ja, Darkness. Steht da doch, kannst du nicht lesen? Steht da Darkness und Wille. Ja, das Ding ist, Wille ist halt Leben. Ja, sag ich doch. Ja, bei Leben war doch schon immer rechts. Links ist quasi immer das Mana-Äquivalent des jeweiligen Charakters gewesen. So, what did I miss? Why are you purple? What's happening? Who's this? Das ist interessant, dass der Developer gesagt hat, Spectre Knight soll eigentlich so eher ein schnellerer Charakter sein. Auch wenn ich persönlich finde, dass Spectre Knight definitiv sich langsamer spielt als Black Knight.
be more about flow and climbing walls and. Hier sieht man Dash. Und Dash. Und Dash. Und Dash. Hab ich schon erwähnt Dash? Ich glaube, das waren nur Dashes, oder? Okay. Ja, er hat da ein bisschen Glück gehabt, weil eigentlich kann er kann uns Black Knight hier so ein bisschen trollen, aber manchmal muss man auch Glück haben im Spiel. Hier sind wir quasi jetzt in unserer in unserem Hub. Also wie Plague Knight auch seine eigene Homebase hatte. Einfachster Boss in EU. Nicht immer. Ja, was halt relativ cool ist, ist in der Electronite-Kampagne hast du nicht quasi diese Overworld-Map, die du halt quasi bei Shovel Knight und bei Plague Knight hattest. Sondern du hast halt einfach diesen Teleporter und kannst halt quasi überall relativ frei hin. Und ja, wir fangen jetzt erstmal an mit der Flight Machine, also quasi eigentlich Propeller Knight Stage. Das ist pretty neat. Und was wir definitiv brauchen, wie man hier sieht, wir brauchen Geld. Viel, viel Geld. Glück gibt es Checkpoints, die man kaputt machen kann. Ja, richtig. Also man kann entweder diese Checkpoints halt einfach stehen lassen, um dann quasi zu respawnen, oder man macht die halt kaputt für mehr Leben. Ist halt so ein bisschen Risk-Reward, wie man so schon sagt. Sind die Kampagne, also Levels, Bosse verschieden oder nur die Charaktere? Ist komplett verschieden. Hier haben wir so einen lustigen, nervigen Minibus. Man sieht halt, man kann die Bomben quasi zurückschlagen, um quasi den Boss damit zu treffen, aber er hat halt gerade keinen Spaß hier. Absolut nicht. Okay, this is not going well. I can see why you like this boat. Jetzt sterben wir jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Wir ein bisschen blöd, ja. Right. Oh no. Or it brings you into cycles that are just horrible. Please give me health. Thank you for giving me health. You'll notice too earlier Muncha picked up one health upgrade. The health and the darkness. Well, they're called Kugeln zerschneiden ist immer noch super cool. Badass. So you can grab them on the way and although it's a little bit slower to grab, wenn man schon steuert sich definitiv besser als Goosen Goblins. Wenn man schon so eine riesige Sense hat. Yeah, there aren't, unlike Shovel Knight, there aren't a whole lot of damage boosts that you intentionally go for in Inspector, but the ones that are there are pretty crucial. So ja, das Ding ist halt, was ganz interessant ist an dem Spiel, ist normalerweise kann man sich halt die Upgrades in Level holen. Also quasi, die sind in den Leveln versteckt. Allerdings wollen wir hier in dem Rand nicht in jedem Level die Secrets manchmal mitnehmen, weil die sind manchmal so einfach versteckt und man muss spezifischen Shit tun und da haben wir keine Lust drauf. Das ist auch der Grund, warum wir so viel Geld brauchen, weil wir einfach einige Upgrades später von unserer Hardware aufkaufen. It's definitely one of the coolest upgrades. Yeah, this is actually Tony Hawk's Pro Skater 2D. Yeah, so finishing up this auto-scroller, we're gonna get to the Jawa room, which is notorious in the original Shovel. Und hier sieht man eine relativ nervige Mechanik eigentlich, nämlich diesen dumm dämlichen Wind, der ihn durch das Level schiebt. Ja, der ist ja auch in den anderen beiden Kampagnen. Ja, der ist nervig. Auch in den anderen beiden Kampagnen, genauso hier wie diese Pseudo-Wind-Ninjas. Oh Gott! Weißt du, immer man merkt halt direkt, wenn irgendwer dieses Spiel gespielt hat, weil diese Ninjas können einem das Leben ruinieren. Also wirklich das ruinieren. Ist nervigster Gegner in diesem Spiel. Die fliegen halt immer vor einen, genau vor einen, die fliegen nicht auf einen drauf, die fliegen genau vor einen und machen dann so eine. Und binden dann ihren Propeller und versuchen dich wegzuschieben. Und das ist super nervtötend. It's very easy to just die there. They have pretty much random movements and they blow you around with the winds, so yeah. Hallo Esteban, auch bekannt als Propeller Knight.
früher oder später. Hier sieht man jetzt eine neue Phase, die es halt vorher in den anderen Kampagnen nicht gab. Auch wenn sie nicht so viel anders ist. What the fuck? Hm? Sieht seltsam aus. Ja, es ist halt, das Level scrollt die ganze Zeit. Die Blöcke, wo man draufsteht, die sehen ein bisschen... Ja, das sollen Flugzeuge darstellen. Sehr seltsame Flugzeuge. Und wer sich übrigens fragt, wann das Ganze stattfindet, so storytechnisch, diese ganze Story findet quasi statt vor der eigentlichen, also vor dem eigentlichen Base-Game. War das bei Plague Knight nicht auch so? Nee, Plague Knight ist halt auch davor, aber nicht so weit davor. Also das spielt ja super weit, super, super weit davor. Weil, ich hab meinen Faden verloren, fuck. Weil Spectre-Ride ist eigentlich, er besiegt quasi gerade die Typen und die werden dann quasi zum Order of No Quarter. Das ist quasi der andere Kram ist, der dann in dem Base-Game ist. Hab ich schon mal das anders in Erinnerung. Aber ich spiele ja auch Black Knight. Und jetzt haben wir hier die Armor schlichthin. Nämlich, hey, wir skaten auf unserer Sense durch die Gegend. Und das werden wir ziemlich oft sehen. Was ist das denn? Ja, im Grunde genommen spielen wir jetzt Tony Hawk. Kann da sogar drauf angreifen? Ja. Lul! Das ist dein Main-Bewegungsding. Aber das Ding ist halt, dass das Attack halt auch automatisch, aber es ist nicht so gut. Ja, und was man dann halt dazu noch sieht, ist diesen anderen Skill, den er gerade hier hat. Wo man quasi sieht, dass er so gefühlt jede Kollision ignoriert. Was denn? Das ist ziemlich cool. Das ist auch der Grund, warum das bei vielen so, ich sag mal, beliebt ist. Und die Räume sind super nervig. Da sehen wir jetzt noch ein paar von sehen. Also früher oder später. Es gibt nämlich so Plattformen, die auftauchen früher oder später und die versuchen einen halt zu trollen, aber daher, dass wir halt das Item schon haben von Feller Knight, können wir halt den ganzen Kram einfach gefühlt ignorieren. Also ich mochte Spectre Knight schon immer, aber gerade jetzt finde ich ihn noch ein bisschen geiler. Du willst doch einfach nur durch die Gegend sliden wie ein Bescheuerter. Der Slide und diese Attacke hier, wo man einfach durch alles durchgliden kann. Lass es mich so formulieren, der Slide sieht super cool aus, aber er ist zum Kotzen, weil er ist super schwer zu kontrollieren. Das hat auch alle, besonders wenn man denkt, hey, guck mal, das sieht so einfach aus. Lasst euch nicht verarschen. Shovel Knight ist eins der Game, was vom Movement her extrem hart ist. Das habe ich bei Plague Knight gemerkt, ich habe Plague Knight Stage nie durchgespielt. Für Plague Knights Ding, weil sein komischer Jump da ist so... Ja, es ist halt, der ist nicht easy. Und hier sieht man jetzt einen der Bosse, die wir in der Original Shovel Knight Kampagne, die einfach über die Map laufen. Weil eigentlich sind wir hier ja in Spectre Knight Stage. Und er kann sich ja nicht schlecht selbst bekämpfen. Das geht ja nicht. Ja, das wäre ja dumm. Und da es halt so extrem, extrem early spielt, funktioniert das nicht. Und da hast du übrigens auch deine Antwort, dass Plague Knights Kampagne nicht vor Shovel Knight spielt. Weil überleg mal, wenn du in die Plague Stage gehst, kämpfst du quasi gegen Shovel Knight. We like Phantom Striker. Ja, das ist im Hintergrund des Entwickler-Commentary. Yeah, unfortunately the best strat is really to just stand there and take damage and then wail on him. Sorry. Ja, das Ding ist, damals hatte man immer so, also zumindest in der Shovel-Kampagne hatte man immer so Träume, wo quasi irgendwas passiert ist, story-related. Und was man hier hat, halt, sind einfach jetzt komplette Level. Das Flashbacks. Ja, es ist pretty much Flashbacks. Spectre Knight noch jung war. Ja, wo er noch nicht Spectre Knight war, sondern Donovan. Weil man muss ja Leuten plötzlich Namen geben. Donovan? Ja, Mann. Der gute alte Donny. Der Donny.
collects in these dream sequences, which is great. Well, the flash. Ist also der andere Dude da? Ja, der andere Dude ist story-relevant. Das ist Liam. Der stirbt, oder? Nein, Liam und Donovan sind auf der Suche nach einem Item, um Liams Sohn zu helfen. Aber das Item verflucht im Endeffekt dann Spectre, Donovan und ja, sucht jetzt Spectre. I see. Ist ja voll die Lore hier. Ja? Game hat actually Lore. Hallo, Shovel Knight hat da auch Lore. Sehr schön. Donovan ist besser als Günther, wohlgemerkt. Okay. Sollte ich irgendwann jemals ein Videospiel machen, heißen meine Hauptcharaktere Hilde und Günther. Und Hilde. Ah. Rüdiger ist auch ein guter Name. Das Ding ist halt, was man, was wir glaube ich noch nicht erklärt haben. Man sieht halt, dass er ziemlich häufig dieses, ne, diesen Move benutzt, wo er quasi einfach durch Wände kann und zum nächsten Gegner rusht. Das braucht halt Darkness und ihr seht halt oben, dass die Darkness so in verschiedene Unterteile unterteilt ist und er braucht halt immer quasi einen vollen, um Darkness zu kriegen. Was ganz angenehm ist, ist jedes Mal, wenn er Gegner tötet, bekommt er ein bisschen Darkness zurück. Oder er findet halt einfach schlichtweg Darkness Refills im Level. Und das ist halt quasi noch eine zusätzliche Ressource, die man quasi mit beachten muss. Ja, und sie spielt das gerade mal eine Runde safe. Normalerweise zerstört man halt den Checkpoint halt, wie gesagt, weil wir brauchen Unmengen an Money später für Upgrades. Aber man kann halt ziemlich fancy Kram machen hier in dieser Autoscroller-Passage, aber er spielt halt super, super safe. Hast du die Kampagne eigentlich schon gespielt, Xone? Nee. You should. Ja, you will die 1000 times wegen dem Dash, believe me. Du denkst dir so, oh cool, der Dash ist voll geil. Nein, der Dash ist bescheuert. Weil das Ding ist, du kannst halt nur einmal dashen. Und das Ding ist, 90% der Zeit dashst du halt zu irgendeinem Gegner und dann hast du plötzlich keinen Boden mehr unter dir und stirbst. Ups. Yep. Aktiviert man einfach durch einen Button-Press oder was? Ja, das ist quasi einfach in der Luft angreifen. Dann wird automatisch einfach der nächste Gegner analysiert, ja, oder was? Quasi in der... Das Ding ist, pass auf, acht mal auf dem Screen. Du siehst halt immer, wenn irgendwas so anvisiert ist. Da ist so quasi... Als ja, ob der, das habe ich gesehen. Ja, ja, das ist quasi dein Indikator dafür. Das kann ja durch Wände Leute anvisieren und so? Nee, nee. Das ist nur für... Das hier ist... Du meinst das durch die Wände. Das durch die Wände, ja, ist einfach, er nimmt den nächstbesten Enemy, den er findet, und dash dahin. Das ist halt der Darkness-Skill. Und dieser... Ja, du hast halt noch diesen Air-Dash. Und der Air-Dash killt dich halt mehr als der andere Skill. Wie gesagt, das ist... Aber es sieht schon ziemlich fancy aus, ja, immer so durch die ganze Map zu dashen. Ja, es ist halt sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Double kill. Wow, incredible. Didn't get the triple though. Time to get good. Besonders ist das, wie gesagt, es ist halt typisch Shovel Knight. Das Movement in dem Game ist manchmal speziell for no reason. Gibt zum Beispiel manchmal die Situation, dass du an Wänden hängst und irgendwie dieser Wallrun nicht rauskommen möchte. Kam das Original Shovel Knight raus? Okay, so we have Evil Sir John with That's a good question. 2014 steht auf speedrun.com. 14 kann hinhauen, ja. Letztes Jahr war die Spectre-Kampagne? Nee, Quatsch, letztes Jahr war Plague Knight. Das heißt, 2015 kam nichts raus. Ja, 16 war Plague Knight und 17 war Spectre of Torment. Hey, Tiny Man. Ach, dieser Kerl. Der Beste. Ja, wacht mal. Du, ne, ich meine, der hat ja zwei Phasen. Und du denkst mir, die erste Phase ist lustig. Ja, der ist noch mehr neu. Wacht einfach. Das ist Tiny Man. Ist aber schön, dass sie wenigstens Bosse auch mal neu machen. Ja. Ja, ist pretty self-explanatory. Just hit him. Except for one thing.
Hab das anders in Erinnerung. Echt? Verstehe ich gar nicht. Thinking. Ja, man sieht halt. Die Armor ist noch in so einer leichten Medieval-Version. Quasi noch im Bau. Ah ja. Es ist halt diesmal ein bisschen anders, weil Dinkernight halt schwebt halt einfach die ganze Zeit durch die Gegend, plus das Level scrollt halt die ganze Zeit. Literally get wrecked, nerd. No, tiny man. Take that, tiny man. Yeah. Tiny man. Any low percent runners will be feeling me on this. This thing is kinda dämlich. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Das Ding ist, er hat sich jetzt ein Item geholt, was, womit du quasi, wie man so schön sagt, einen Skeleton Sentry setzen kannst. Dieser Skeleton Sentry ist quasi einfach nur ein Skelett, was irgendwo rumsteht und irgendwann explodiert. Und ihr werdet gleich sehen, was passiert. Wir haben jetzt das Upgrade geholt für diesen Skeleton Sentry und im Casual Playthrough guckt man sich das Ding an und denkt so, nah. You'll see too, it adds. Ach ja, und übrigens Surprender. It happens. Oh, es ist Ninja Dude. Story related. Dark Ninja Dude. Panic! Ey, im Originalspiel ist er aber nicht Dark Ninja Dude. Nein, im Originalspiel ist er nicht Dark Ninja Dude. Das heißt, er muss sich irgendwo hier wieder zurückverwandeln. Sonst ja, ergibt die Story mal, keinen Sinn. Hier sehen wir einfach mal den Sentry. Und wie gesagt, er steht dann einfach nur rum und schießt lustig Shit. No, Reese, don't go that way. That's not what I wanted. Go this sentry. Is awkward. Mm. His movement is a little bit random. So gut will ich das auch spielen können. Ja, also ich muss gestehen, ich habe mit Spectre Knight nicht so viel Spaß gehabt wie mit Black Knight, einfach weil ich habe mich durch das ganze Playthrough irgendwie nicht an die Steuerung gewöhnen können. So what you can do with the skeleton is drop him and he shoots bolts, obviously, and you can also explode him. Vielleicht ist es bei mir genau andersrum. Kann gut sein. So you can kind of surf as well. Now we get to go surfing. Oh yeah. Oder vielleicht wird es einfach Zeit, gut zu werden. Maybe. Also wie gesagt, das ist halt schon so, dass, ich meine, du weißt ja, wie bei Plague Knight und bei Shovel Knight schon die Inputs manchmal sind so, oh, wie jetzt, du hast nach unten links gedrückt und nicht nur nach unten? Get wrecked, ja. Diese Kampagne ist quasi konstant genau das. Ist ja gratis DLC, oder? Ist gratis. Wenn man das Original. Also, wenn man damals das Originalspiel geholt hat, bevor es. Wie heißt es jetzt? Ich glaube, jetzt heißt es ja nicht mehr Spectre Knight, das heißt, glaube ich, Spectre Knight Treasure Trove? Spectre of Torment? Nee, das das Base Game. Achso. Weil die haben über den Namen geändert. Weil vorher war es nur Shovel Knight und jetzt heißt es, glaube ich. Ja, doch, ich glaube Treasure Trove und ja, das ist ganz normal Free Update dafür. Ich hab viel zu letzter Zeit, Mann. Hollow Knight würde ich auch gerne irgendwann mal spielen. Willst du wirklich Hollow Knight spielen? Damn. Just saying, it's hard. It's really, really, really hard. I'm all for hard games. Also ich habe noch 50 Stunden aufgegeben. Eat good, son. I will remind you if you are at the point. Ja, das ist crazy hard. Egal, das hier, weiß ich nicht, Spectre Knight zum Durchspielen. Ich meine, es geht, selbst wenn man sich nicht wirklich an die Steuerung gewöhnt. Ist halt relativ gut. Einfach nicht diese ganzen crazy Movement-Sachen benutzen, dann geht's schon. Ja, das Ding ist halt, das Problem, was du mit Spectre Knight so ein bisschen hast, ist halt, du hast zu viel Movement-Shit. Also du hast so viele Movement-Optionen, dass du immer denkst, oh, guck mal, ich spam jetzt das und das und... Ja, du machst einfach gar nichts davon. Dann ja eben, es funktioniert halt einfach zu 90% der Zeit. Du bist einfach bei Base Game, wo du wirklich nur noch springst und schlägst und nichts anderes.
user bisschen wall runs machst. So that was good. So a little bit of swag that can occur there every now and then is if Bertha is in the right place when the ja, Treasure Knight ist eigentlich ziemlich derselbe Fight wie vorher auch. Wenn ihr euch wundert, warum wir nicht so crazy viel über die Level reden, die Levels sind eigentlich nur. Das ging schnell. Ja, du darfst halt nicht unterschätzen. Das ist halt das, was man am Anfang denkt. Weißt du noch, wo ich gesagt habe, dieser Skeleton-Sentry, den wir uns geholt haben, ist pretty cool? Ja, ich sehe es. Er zerlegt Bosse. Und zwar richtig hart. So. Hier holen wir uns noch ein bisschen mehr Darkness, damit wir noch mehr Teleporten, also Teleport-Slashes durch die Gegend machen können. Like, unless you're into basketball, Skelebro is the way to go. For now. Hey, picking up another darkness here. So those darkness wisps were available in the levels, but they're a lot of times out of the way. Ja, und hier die Monad Stage, die ist super, super... Sieht anders aus. Ja, erstens ist sie anders und ich finde sie relativ hart. Ich finde sie echt relativ hart, weil das Ding ist halt, die Art und Weise, wie, Spectre Knight Blocks unter sich kaputt macht, ist, du kannst quasi auf Blöcken nicht springen. Und, also, weil das Ding ist halt, wenn du springst, machst du die Blöcke kaputt. Hat man halt hier gerade mal gesehen. Und es dauert ein Weilchen, bis du dich daran gewöhnt hast. Und immer wenn du diese grünen Dinger quasi zerschlägst oder da durch willst, stoßt du dich halt auch noch zurück. Also es ist, wenn man das Base Game gespielt hat, ist es sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. So one thing that I wanted to remark on is you'll note that the music is very, very different, and that's thanks to Jake Kaufman, who one of the things that he said. Man sieht halt, Teleport Slash ist keiner gut. Doch so badass aus. He went for kind of a Baroque influence. Du kannst halt super viel Kram damit ignorieren. Ja, hier sieht man halt gerade, immer wenn man quasi springt um Blöcke hier, besonders solche Räume sind halt gefährlich, weil sobald du quasi unten springen würdest, explodiert halt alles und du kannst nicht weiter. Also zum Angucken ist der Run ziemlich cool und das ist eine Mechanik, die gab es vorher auch noch nicht. Man hat halt gerade gesehen, du kannst jetzt, man hat ja ab und zu mal diese Lampen rumhängen, also hier, die zum Beispiel hier oben rechts im Screen, die normalerweise so in Feuer, ne, so, ich sag mal, aussehen wie Flammen. Die kannst du halt mit dem grünen Gübel-Kram, den man hier kriegt, halt beschießen und dann, anstatt dass sie dich durchlassen, stoßen sie dich zurück. Und das ist super gewöhnungsbedürftig. Was du uns vermitteln willst, ist, dass dieser DLC gewöhnungsbedürftig ist. Nee, eigentlich nicht. Er steuert sich einfach nur anders und ich habe mich nie dran gewöhnt. Skeleton Bro. Komm on, Skeleton Bro. Dang it, Steve. That's how it goes. Ja. So, all birds are named Steve, by the way. Ich muss glatt sagen, dass unser Skeleton Sentry ist eigentlich der wahre MVP. Ja, ich sehe schon. Der Damage von dem Teil ist ridiculous. Also upgraded, zerlegt das super viel. The moles shall not go hungry tonight. Oh, no. I hate that joke. Seems so mean, they would just eat the mole. Well, it is mean. Okay. But they're hungry. Zeit für die nächste Traumsequenz. Yep. Wir haben noch ein Item bekommen, was wir eigentlich vorher in einem anderen Level hätten holen können, aber wozu, wenn wir es einfach umsonst kriegen? That item was actually available in the previous stream, but it's slow to go get it, so we'll just wait for Luan to give it to us. Go, Luan, go! Synergy zwischen diesen beiden Typen. Ja, die bilden halt ein Team. Ist halt Story-technisch ist das halt pretty cool. Besten Freunde seit Kindheit. Ja, das sind... Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, aber wenn ich mich richtig erinnere, sind die auch schon irgendwie so quasi alte Kriegskameraden oder irgendwas, was in der Richtung war. Oh, Shovel Knight, no. Oh, guck mal, Shield Knight. Shield Knight ist actually ein Boss. Wurde auch endlich mal Zeit. Ja, was man hier halt sieht, ist,
das Item, was wir am Anfang des Levels bekommen haben, nämlich so Krähenfüße. Die sind leider Gottes nicht so cool wie unser Skeleton Bro. Von daher, wenn wir die mal eigentlich nur noch hier in diesem Boss-Fight sehen. Casually, I think this fight is pretty challenging. Wieso hilft unser anderer Bro eigentlich nicht bei diesem Fight? Was ja, der ist confident, dass wir das schaffen. Kennst du das nicht? Das ist so einfach, ne? Wenn du dich mit irgendwem in der Kneipe prügelst und deine Jungs stehen hinter dir und chillen quasi. This, genau, das, genau so ist der. I see. That was a solid fight, though. That was good. And take that shield. Yeah. And take that one. No. Poor Donovan. No. Black Knight Stage. Okay. Sieht ziemlich gleich aus. Tilesets für die meisten Maps sind ja auch immer dieselben. Ja, die Tilesets sind halt überall überall gleich. Ich find's gerade schön. Es gibt ja halt, das ganze Level liegt quasi auf einem Timer und es ist ein bisschen nervig, weil diese ganzen Plattformen hier, man versucht halt, die in einem gewissen Cycle zu bekommen und wenn man halt einen Cycle quasi verpasst, ist halt alles am Arsch. Bisher sieht es ganz gut aus. Ja, die Pots waren okay. Die sind okay. So, as long as he doesn't make any mistakes, which he hasn't so far, we'll be getting the earliest cycle coming up in the middle of the stage. I'll point it out when we get there. So these spots here, rasch, ist ein bisschen okay, oder? Right? It looks like Muncha caught it, so we should be good. Nee. Quatsch. Grab-Fähigkeit. Was bringen die roten Totenköpfe? Die roten Totenköpfe brauchen wir, um Items zu kaufen. Again, Judgment Rush just skips lots of things, which is great. See, I think we have some time for donations if you want, Bubbles. Yeah, we should. Jedes Mal, wenn ich Shovel Knight voransehe, denke ich mir, ich will das Spiel auch haben und dann realisiere ich, dass ich vermutlich nach einer Stunde keine Lust mehr hätte und ständig sterbe. Nee, es geht eigentlich. Also Shovel Knight ist, es kommt halt darauf an, wie schnell du sein möchtest in dem Spiel. Wenn du dir Zeit lässt mit Shovel Knight, ist Shovel Knight durchaus schaffbar. Meine, also vor allem mit Shovel Knight an sich. Ja, mit Shovel Knight an sich ist es definitiv schaffbar. Shovel Knight ist nicht so schwer, nur die anderen beiden, die haben... Das Ding ist halt, die anderen beiden sind meiner Meinung nach auch nicht so schwer. Es ist einfach nur, die steuern sich halt komplett anders. Ja, genau. Man muss halt erst das Problem. Gewöhnt sich an Shovel Knight und dann probiert man die anderen und die sind halt anders und dann fällt man erst mal eine Weile. Das Ding ist halt, Shovel Knight ist halt wirklich basically Pogon, also ne, nach unten drücken und attacken und springen und angreifen und das war's eigentlich. Und dann hast du halt Plague Knight, der sich also wenn du den spielst, auf dem Controller eher anfühlt, weil es nicht wie so ein Mega Man X-Teil, wo du quasi die ganze Zeit eine Taste runterhältst, um Attacken zu chargen, ist halt, wie gesagt, das ist gewöhnungsbedürftig. Wir schon mal erwähnt, dass Bosse überhaupt gar kein Problem sind. Ich glaube nicht, dass der Weltrekord möglich ist. Manche Koopas hat ja nicht mal den Weltrekord. Ich meine, der Run ist bisher gut. Obwohl, nee, er wird auf jeden Fall keinen WR kriegen, weil der eine Miniboss hat ihn halt ziemlich getrollt. Warum, ne? Hier kannst du nicht mal in Ruhe zu deinem Level teleportieren. Unfassbar. Ist übrigens sehr schön. Eigentlich dachte man jetzt, es kommt ein Bossfight. Nein, Spectronax sagt einfach, geh weg und er geht. Die ganze Story dahinter. Nicht drüber nachdenken. Will ich fighten? Nee, ich hab keine Lust. Alles klar, bis später. That isn't a mini boss fight, so. All right. Yeah, it's hi, the Baz. Goodbye, the Baz. Mehr Darkness? Mehr Darkness. Damit wir mehr teleporten können durch die Level. So, what's cool about the stranded ship is that it's the original level where you get the skate mechanic. Ja, und hier ist eigentlich der Punkt, wo dieses Skaten eingeführt wird. Und man sieht ja diese Rails. So we'll be seeing it now, kind of in its original home. Man sieht halt, die blauen Rails gehen halt nach rechts und die roten Rails gehen halt nach links. Ah. Und ja, außer man hat halt das coole Upgrade, was wir uns ganz am Anfang geholt haben mit der Armor, dass wir einfach die ganze Zeit skaten. Weil eigentlich spielen wir ja
Tony Hawk Knight. So it's obviously pretty straightforward mechanics. Miniball. Right, guten alten Ice Physics. Plays around with it, which is cool. Ja, die Ice Physics sind noch genauso wie in den vorigen Spielen. This guy's impossible to jump over. Oh, you did. Or is he? Dun, dun, dun. I never knew you could do that. Ian, are you still with us? I think he was cutting out. Ja, hier sieht man halt Schalter, die jetzt Kram hin und her schalten, und Skeletonbro trollt uns gerade ein bisschen. Rip in. You will be missed. So these dots here, yeah. Oh, ja, das Skaten ist pretty cool. Doors, and they also change the, er kommt auch auf die Idee, Mann. The color of some rails in some rooms. Nur Sense zu skaten? Jeder. Ja. Hallo? Das ist nicht das Erste, was dir einfällt, wenn du an Sensen denkst, an ein Skateboard. Ganz klar. So just optimizing there, trying to hit the thing and stay on the correct rail to make sure you're always as far to the right as possible. So if you notice there, he threw a skeleton and it just blew up and hit the button for him. Yeah, that saves me the time of having to do the rest of that little puzzle room. Da ist er oben gelandet, wo er eigentlich nicht hin wollte. And then Judgment Rush here saves me from having to do all of that. Der Skaten schützt einen auch irgendwie vor diesen Insta-Death-Spikes. Ja. Das ist ziemlich neat. Ja, weil das ist eigentlich eine Mechanik, die in besonders, also in eigentlich in jedem Eis-Level von Shovel Knight immer sehr, sehr nervig war. Es gibt quasi diese Mechanik, dass du so, ich sag mal, Schnee über den Dingern antatschen musst oder zumindest da drüber sein musst, damit dann der Schnee darauf fällt, und manchmal funktioniert das einfach nicht. That's Skater. Skater Kid. Skater Boys. Avril Lavigne would be bye bye Polar Knight. Lass der Runner sich mal absichtlich treffen oder bringt das mehr Zeit? An sich lässt man sich 90% der Zeit absichtlich treffen, weil wir halt kriegen halt relativ viele Refills und man sieht halt, wir können halt schlichtweg ziemlich überall durch die Gegend teleportieren. Von daher geben wir ja da, ich sag jetzt mal, nicht so einen Fick drauf. So, he'll just take damage and take damage. Kleine Detail, was ich halt super gut finde, ist jedes Mal, wenn man springt, dass sich die Sense noch dreht. Ja, natürlich. Noch so ein bisschen extra Swag. So, we're gonna go into King Knight Stage now, which is the last regular stage we do in the run. And I feel like King Knight Stage really breaks the judgment. Ich meine, hier wollte er eigentlich nicht getroffen werden, aber. Wie gesagt, da Bosse halt keine wirkliche Gefahr darstellen, dank dem Skeleton Sentry, das ist halt relativ harmlos. Triple Sensen Kickflip. Ja, das ist gerade ein Damage Boost gewesen. Hier hat er sich definitiv absichtlich treffen lassen, um auf den Stacheln laufen zu können. Weil normalerweise, vielleicht kennt ihr das aus dem Base Game, gibt es hier so Bücher, die man anschlagen muss, um Plattformen zu erscheinen zu lassen für eine gewisse Zeit. Und das ist aber langsam. Und wir mögen langsam nicht. It's kind of a scary judgment rush here. Oh no, just kidding. Okay. I got scared. Hier hat man einen Wallrun gekriegt, den er eigentlich nicht haben wollte. Ja, und hier hat man gerade mal gesehen, was ganz cool ist. Wenn keine Gegner auf dem Screen sind, gibt einen Judgment Rush, also dieser Teleportschlag hier. Sucht dann quasi einen Gegner auf dem Stream und findet keinen, und das resettet halt unseren Wallrun, weshalb wir da gerade einfach hochklettern konnten. Und ja, das war das Level. Wurde bei Plague Knight auch der Sound geremixed? Ja. Die meisten Stages haben Remixed Sounds. Very nice. Ja, hier sieht man mal die lustige King Knight Stage, die super, super nervig ist. Ja, auch wenn wir gerade eigentlich gestorben sind, aber hey. Magic, just magic. Alles ist gut. King Knight doesn't like bros. Yeah, when he falls, he gutes Spiel. The floor is all a mess, but that was still good. Away. Oh.
How is King Knight floating? Shane. Shane. Oh. Look, nein. Black Knight. Again. Alright. Next level is probably my favorite level. It certainly has my favorite music. So, aber ja. Nachdem wir jetzt die ersten Teleport-Dinger durch haben, geht's auf ins Schloss hier. Oh no, he's back. I just had that floor redone. Ja, und ganz ehrlich, Judgment Rush breakt dieses Level hart. Ich sehe. Also, es ist nicht, man dachte halt schon so, hey, vorher die Level waren irgendwie merkwürdig, aber hier ist es ganz, ganz schlimm. Well, at least we can keep some of the cell doors, I guess. That'll do. Ja, ich sehe schon. Ich habe mir schon gedacht, dass man die Crusher-Section einfach hier mit der Fähigkeit ein bisschen hart skippen kann. Ja, das sieht man sieht hier halt diese, wie man so schön gesagt hat, Crusher-Passage, die eigentlich total nervtötend ist. Und man sieht halt, Judgment Rush ist ridiculous, was das hier angeht. Einzige, was einer hier halt auffällt, sind echt diese Schalter, wo du die ganze Zeit hin und her schalten musst, damit die Türen überhaupt aufgehen. Ja, der Raum hier ist evil, weil, guck mal, siehst du das da oben? Stacheln und unten Kram, der dich wegstößt, ist nicht nett. Aber ja, das Ding ist halt, Raidsliden. Das Ding ist einfach, warum, glaube ich, viele den Run einfach so sehr mögen von Spectrum Knight, ist Spectrum Knight halt so viel Kram, der einfach die Spielmechanik komplett breakt. Wie zum Beispiel, hier hat man es gerade gesehen, Judgment Rush. Wenn man halt nichts, wenn nichts auf dem Screen ist, was es treffen kann, bleibt halt einfach in der Luft stehen. Ja, die Passage hier ist... Hey, hast du gelernt in dem Spiel, wo man dasht? Wenn nicht, hast du jetzt ein Problem. Grüne Laternen irgendwie anders als die anderen? Ja, die grünen Laternen... Das Ding ist, guck mal, durch die roten Laternen kannst du durchdashen, gegen die grünen Laternen dashst du gegen und die stoßen dich weg. Ah. Quasi genauso wie mit den Blöcken. Ja, ich verstehe. Warum die PC und nicht die Switch-Version? Ich suche gerade einen Weg, dir das zu erklären, ohne die Switch zu beleidigen. Weil die PC-Version schneller ist? Ganz simpel. Interessanterweise ist mancher Koopas PB aber auf der Switch. Steht zumindest auf Speedrun.com. Ja, es macht keinen Unterschied. Du kannst dir aussuchen, welche Version. Ich vermute, hier spielen sie einfach die PC-Version, weil es einfach ein anderes Setup ist und weil sie PC eh schon gesetupt haben. Ganz beide Versionen spielen. Ich wollte nur die Switch flamen. Da Dinge dick. Und hier sieht man halt, dass es manchmal super nervig ist. Du siehst halt, er versucht halt quasi immer zu springen und ihn auf ihn drauf zu dashen, weil es quasi dein Dash resettet und... Okay. Manchmal erwischt er einfach die Schildkröte. Passiert. Ja, er essentially runs around randomly at this point. And it's pretty hard to keep up with him. Nice. That was super close. No, Terrapin. Take that, Nerd Knight. Oh, well. No. Ja, jetzt haben wir kein Skaten mehr. Feels bad, man. Jetzt kommt uns like, ah, shit. Hey, der Speedrun ist doch kacke. Der Speedrun ist shit. Nach 40 Minuten muss ich meine Skate-Armor ablegen, geht nicht. Ja, das, was er gerade macht, ist Langeweile. Ja. Wir haben wieder so einen Raum, den wir aus älteren Spielen schon kennen. Dieses, hey, guck mal, bleib hier stehen und mach shit. Oh, never mind. Ja. Was er will, ist, er will durch einen Block bashen. Und wir werden gleich sehen, was er macht. Ich find's gut, wie er sagt, ja, das ist intended so. Aber, also von uns intended, nicht von den Entwicklern. Okay.
So in a moment, you guys will see what's intended to happen there. I mean, not by Yacht Club, you understand, by us. Ja. Hier oben treffen einen die Blocks übrigens nicht. Nice. Er ist ein bisschen zu früh gesprungen und wollte eigentlich rechts rein, aber war ein Ticken zu früh. Aber nice save. So, we just decide to not be anywhere but the edge of the screen. Nope. Not bad. Yes? Yeah! Woo! Saved, boys. The saves! So scary watching that. Oh man. Well, rip deathless, but hey. Whatever. Na, wer findet die Memes? You gotta save, that was good. Scheiß auf Zeit. Ein E über WR. Rip, spooky, man. Nice. Nobody right. cares, niemand will selfie mit. Final boss. Which but first, need? Let me take a selfie. Hey, gotta take a selfie. Ja, Enchantress 1, Nice. Joa. Skeleton Bro. Das ist erstens die Kombination aus Skeleton Bro plus, wir haben halt einen Charge Slash. Das sieht man halt relativ blöd wegen der Color von der Armor, die wir haben. Du siehst, er leuchtet, er blinkt so ein bisschen bläulich und das ist der Grund, warum wir die Armor gewechselt haben. So the charge also does a double hit. Wir haben halt jetzt den Charge Slash anstatt des Skaten. Oh ja. Einfachste Boss in der Videospielgeschichte. Dieser Boss. Alle Rails, die wir jetzt sehen, sind random. Und du musst halt einfach nur den Boss hinterher und ihn quasi treffen. Und wenn den nicht one-shottet, dann weiß ich auch nicht mehr. Also der ist wirklich piss easy. Das Einzige, was hier halt einem Zeit kosten kann, ist, wenn die Rails halt richtig, richtig bescheuert liegen. Aber eigentlich dürfte das jetzt kein Problem sein. Greift der auch mal an? Hm? Der greift nicht an. Der schießt ab und zu nur mal so Feuerbälle und da geht halt das Bild. Das war's. Das ist der gesamte Endboss. Da sag ich ja. Einfachste Endboss ever. Why we don't like Breeze. Yeah. This is part of why we don't like Breeze. Yeah, so the rails there can give you some bad patterns. You just sometimes can't make hits properly. Which is unfortunate. Das war Schabernite. Vector of Torment. And what's there? Soon TM. Nope. Eine Minute über seinem PB. Ja, das ist pretty much da, wo ihn der Miniboss getrollt hat. Nice. That's a really good time, aren't you? What did the time end up being? Hallo. Yeah, time was 45. Hi. Guten Tag. Nice. So, das war Shovel Knight? Yeah. Nein, das war Spectre Knight in Shovel Knight, aber ja, es war Shovel Knight. Cringe. Difficulties and even more so that I couldn't participate with you all on the run. The upside is that hallo. Great, so, ich muss jetzt mal ein Korn machen. Wow. Xone. Wenig geschlafen. Du musst doch kommentieren. Trotzdem geh schlafen. Oh Gott, nein, ich geh schlafen. Ich sehe gerade, wer der Nebenkommentator ist. Hallo, Tai Tai. Oh, Moment, Moment. Wir haben wenig Tai Tai. Alles klar, ich bin aus. Ja. I'm fucking out. Ich auch. Tschüss. Anybody who has put time into really optimizing this character. Both Mumu and Patois use completely different routes. Nice me. Ach, die Leute hören das ja gar nicht, wenn ich den Channel verlasse, ne? Richtig. So go check out their runs on speedrun.com. Egal. Stellt euch einfach ein User left your channel vor. Vielen Dank für deinen Commentary. Real reason I'm here. Just to see outvote dich mal. Yeah, this is actually what the whole expansion is really about. Right. They have different challenges in the Spectre Knight camp. Genau, machen die jetzt. Munch is gonna do one of the ones specific for this one. Was? Ach, da ist der Shoutout. Ich wollte gerade sagen, sau der irgendwie ganz schön. Ja, entschuldige, dass ich tippen muss. I have to carry this beetle. Kann ich so schnell an der Tastatur schreiben. Ah, schäm dich. Muss noch ein bisschen üben, ne? Nein, Quatsch. Doch. Jetzt schon wieder ein bisschen fies und gemein, ne? Ist immer fies und gemein zu mir. Achso, ja, stimmt.
Siehst du, wolltest du nicht, wo waren wir? 250 Euro spenden? Yes, he has. Nope, I've never done that before. Hey, you're supposed to stick with it when I tell him that was swag. That poor beetle. Was zeigt er da jetzt noch? Wahrscheinlich irgendeinen coolen Trick. Challenge clear, ich glaube irgendeine Challenge. Ah, das war eine Challenge, wo man machen muss, okay. Hm. Ito's big break. Like, oh, come on. Oh, yeah, nice. Ja, New ist ja schon raus, der hätte uns das vielleicht erklären können. Ja, warte, das war ja...